Servus miteinander, hier ist wieder euer Frankenzocker. Wir haben ja zuletzt unsere Zeit in diesem Gemischtwarenladen verbracht und haben festgestellt, dass unser Auftraggeber ermordet wurde von einem Unbekannten, wahrscheinlich von demjenigen, mit dem wir einen Unfall hatten, der uns ins Auto gefahren ist. Und wir schauen uns dazu nochmal unser Notizbuch an. Denn ich denke mal, es sind einige neue Einträge drin. Zum Beispiel eben dieser Mord an Hamilton mit dem Umschlag daneben. Das haben wir schon gelesen. Nein, noch nicht ganz. Da unten geht's weiter. Ich treffe mich mit Hamilton bei seinem Gemischtwarenladen und unten geht's dann weiter. Was heißt das da? Weiß ich nicht, was das heißt. Und das Vorhergekommen kann ich nicht entziffern, um ein paar angeschlagene Fenster und Türen zu untersuchen. Und habe jetzt eine Leiche am Hals. Hamilton wurde ermordet. Ich muss die Sache aufklären. Was für ein Fall. Ah ja. Da haben wir nochmal das Auto, mit dem wir den Unfall hatten, und die Box, die wir im Auto gefunden haben. Der Kasten hat Brisantes offenbart. Hamilton wollte die Machenschaften von Gegnern der Demokratie aufdecken. Ich muss noch herausfinden, wie diese Nachricht dem Doktor in die Hände gefallen ist. Was haben wir da noch stehen? Der rücksichtslose Fahrer war definitiv jemand, der vom Ort seines Verbrechens geflohen ist, mit dem Blut von Hamilton an den Händen. Ein Wahnsinn. Eisiges Geheimnis. Wo kommt nur der ganze Schnee her? Es heißt zwar, der Herbst sei schwierig vorherzusagen, aber das ist nicht mehr feierlich. Ich habe heute sehr merkwürdiges Eis gesehen, das von innen heraus zu leuchten schien. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen. Da gibt es ein Foto dazu. Ich kenne keinen chemischen Prozess, der unsichtbare Abdrücke auf einer Fotografie sichtbar macht. Ich muss sagen, das Ganze wirkt absolut übersinnlich. Jetzt wird's mystisch. Spuren von einem Rentier? Ich glaube nicht. So, da haben wir sonst nichts mehr. Da gibt's auch nichts Neues. Ja, da haben wir erst mal wieder alle Informationen gesammelt. Und dann denke ich mal, können wir weitergehen. Können den Ort hier verlassen. Denke mal, wir haben alles erledigt. Wir müssen jetzt schauen, wer das war. Das müssen wir irgendwie herausfinden. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe das Fahrzeug, ach, ich bin doch geduckt hier. Ich habe das Fahrzeug ein bisschen beladen mit Holz und so weiter. Getankt haben wir ja schon. Ah, man kann den Benzinkanister auch noch füllen. Da tut sich aber nichts. Ich habe wohl keinen. Und gefunden habe ich auch nirgendwo einen. Ja, dann lasst uns mal weiterfahren. So, wo geht's denn überhaupt hin? Ich denke mal da wieder zurück. Beginning to know the store and its surroundings like the Geht's da lang oder geht's da lang? Ich weiß es nicht. Ich würde mal da lang fahren. Boah, fährt er wieder schnell. Und sehen tue ich immer noch nichts.
Ist wirklich anstrengend, so im Schneegestöber zu fahren. So, musst du scheinbar wieder nachladen. Das Auto liegen geblieben. Erdrutsch. Aha. Schauen wir uns doch gleich einmal den Notizbucheintrag an. Geht es hier drin überhaupt? Ah, das geht hier drin gar nicht. Na, dann steigen wir mal aus, ne? Da steckt der Pfeil im Auto. Ob das die Kree waren? The track was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Der glüht ja noch, der Pfeil. Sehr seltsam. Da ist die Leitung zerstört. Mal den Kofferraum auf. Was haben wir da? Ein Foto. 10 Polaroid-Filme, damit wir weiter Fotos machen können. Ein einzelner Stiefel. Nein. Hier gibt's nichts. Der ist wohl irgendwie in den Erdrutsch gekommen, oder? Ich glaube ja, dass der Pfeil das Problem war hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Pfeil da hinten drin würde nicht gleich ein Auto zerstören. Ich würde eher vermuten, der hatte den Unfall und wollte sein Auto irgendwie da reparieren oder da rausbringen und wurde dann beschossen. Aber warum glüht dieser Pfeil? Das ist unverständlich. Da hinten im Auto gibt es keine Hitze oder irgendwas. Machen wir hier die Tür auf. Schauen wir, ob wir da noch was finden im Handschuhfach oder so. Nee, da ist nichts drin. Seltsam. Da liegt was. Diese Fibel scheint Wilfried Roy zu gehören. Wir erinnern uns, Wilfried Roy war einer, der auf dieser Schuldnerliste stand. Das lesen wir doch mal. Manuel de, kann ich nicht ganz lesen, Forestier. Forestier, ist das der Wald? Ist das praktisch so eine Art, ja, Gebrauchsanweisung, wie man sich im Wald verhält? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall steht groß Wilfried Roy da drauf. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ja, danke für den Hinweis. Ich lasse mir da ein bisschen zu viel Zeit, glaube ich. Someone must have dropped this in a hurry. But whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Dann folgen wir dem mal. Aber das sind leider auch Wolfsspuren. Das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt unterwegs nicht wieder. Machen wir mal die Kamera aus. Und filmen wir auch diesen Eisberg da. Und wieder solche komischen Fußspuren. Ich muss mal schauen, dass ich irgendeine Jacke oder was finde. Weil... Das ist schon sehr unheimlich da. Eiswand. Eiswand.
felt engulfed by a wave of cold. Da bin ich gleich Gänsehaut. For a second thought he was fainting. Was ist jetzt los? Leuchtende Gestalten. All of a sudden, four phantasmagoric figures were fixing their gaze on him. What the hell was going on? Die schauen Richtung der Eiswand. Ist das eine Vision? Kann ich mit denen sprechen? Das ist alles sehr seltsam hier. Oh, ich muss unbedingt wieder zurück ins Auto. Durch die durchgehen kann ich nicht. Aber die leuchten auch so komisch. Vielleicht haben die Fußspuren hinterlassen. Was passiert jetzt, wenn ich weggehe? The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him. Okay. Jetzt gehen wir mal schnell zurück zum Auto, bevor ich hier erfriere. Weil hier kann ich nirgendwo heizen oder irgendwas. Ich habe hier keinen Ofen. Lasst uns mal lieber weiterfahren, wenn es geht. Ich hoffe, es geht. Ich kann hier nicht weiterfahren. Okay. Aber ich glaube, da hinten war doch noch ein. War da hinten nicht noch eine andere Straße? Dann fahren wir hier mal wieder zurück. Weil ich glaube, vor der, Brücke, kurz nachdem wir aus dem Gemischtwarenladen rausgefahren sind, war glaube ich noch eine weitere Straße, wenn mich nicht alles täuscht. Sollen wir langsam fahren? Oh, meine Fahrkünste lassen wieder zu wünschen übrig hier. Was einschalten? Was kann ich denn einschalten? Ah, man kann sogar ein Radio einschalten. So, schön langsam. Jetzt muss er wieder nachladen. Oh, ich glaube, meine Sinne. So, ich glaube, diese Straße da können wir nehmen. Aber ich glaube, ich werde gerade immer schwächer. Weil seht ihr das, wie sich das Bild hier verändert? Jetzt kommen wir nach West. Und da ist auch noch eine Straße. Ich muss, glaube ich, schnell irgendwas finden, wo ich mich aufwärmen kann. Hat mein Auto keine Heizung? Was ist denn da? Nachladen nervt so ein bisschen, muss ich eingestehen. Ich sehe bald gar nichts mehr. Wo geht's da hin? Haus des alten Rosaire.
Aha. Wer ist das her? Dann steigen wir mal hier aus. Mal schauen, dass wir hier schnell irgendwo reinkommen. Weil ich glaube, sonst machen wir es nicht mehr lang. Oh, mon bonhomme. Der schießt gleich auf uns. Hallo. Hallo, les blancs. Er hat uns scheinbar nicht getroffen. Gott sei Dank. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang, 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 si ça s'approche. Da lacht er. Du könntest jemand umbringen, du Idiot. Kann ich mit ihm reden? Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Aha. Ich kann hier eine Flasche Caribou gegen einen schönen warmen Mantel eintauschen. Das wäre natürlich nicht das Schlechteste. Wahrscheinlich ist es dieser Mantel. Ha. Vorher kann ich. Was willst du? Also mehr reden kann ich, glaube ich, mit dem nicht. Ich muss erst den Karibu da finden und dann den Mantel tauschen. Müssen wir mal die Karte hier rausholen. Nee, nee, das Notizbuch, die Karte brauche ich. So, wo bin ich jetzt? Beim alten Rosser. Da ist der Gemischtwarenladen. Aha, da ist der Doktor. Sehe ich gerade. Da hinten ist das Hamilton anwesend. Tu marches, tu marches, tu marches, du sens des pieds. Der kommt sich wohl witzig vor da. Dieser Rosser. Also, da geht's zum Doktor der Lunde noch. Dann gibt's zum Blouin und La Motte. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Außerdem ist hier unten noch Bedard und Roy. Das ist aber noch vor dem Gemischtwarenladen, bei dem wir gerade waren. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es da noch eine Abzweigung gibt vorher. Aber vorher wollten wir uns ja einfach nur in den Gemischtwarenladen treffen. Und da vorne ist der Erdrutsch, aber da müssen wir erst einmal durchkommen. Und da ist ein Wanderweg, aber da geht es ja nicht weiter, weil da die Eiswand ist. Da kommen wir nicht durch. Also diesen Wanderweg da, der eingezeichnet ist, den kommen wir scheinbar auch nicht lang. Aber vielleicht von der anderen Seite von Hamilton aus. Aber dazu müssen wir erst einmal an diesem Erdrutsch vorbeikommen. Ja, ich denke mal, wir werden uns jetzt erst einmal da bei denen umschauen. Dann schauen wir mal zu dem Doktor, zu Blois und La Motte und schauen, was da so los ist. Ja, denke mal, das ist ein Plan. Und den gehen wir jetzt mal nach. Oje, 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 y a un petit gars de quartier dans ma maison. Ja, du kommst schon noch dran. So much in this cabin to enrich body and mind. Carl couldn't leave empty-handed. Mal nochmal auf die Karte schauen hier. Ja, cool, die kann man so nebenbei halt nur nicht fahren. Ich hab nichts von fahren gesagt.
So, wir fahren mal hier zurück. Müsste doch richtig sein, oder? Ja. Und dann muss hier rechts jetzt irgendwo die Einfahrt zum Doktor kommen. Ich glaube da. Er lädt schon wieder nach. Müssen wir hier laufen oder kann man hier? Ich glaube, das sind Treppen. Ich glaube, hier müssen wir laufen. Ich glaube, da können wir nicht einfach drüber fahren. Dann steigen wir mal aus. Wieder in die eisige Kälte raus. Ich habe heute schon extra Pullover angezogen, damit es mir nicht so friert. Dr. Beaupré. Praxis. Aha. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Medikamente, Medikits und so weiter. Aber die andere Frage von vorhin, warum hat er auf uns geschossen? Der hatte vor irgendwas Angst. Das ist ein Schlüssel. Der Praxisschlüssel. Holz haben wir schon eingepackt, das brauchen wir im Moment nicht. Aha. In spite of Dr. Beaupré's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Mhm. Das ist jetzt übrigens schon der Teil, den ich nicht mehr kenne. Also ab dem Erdrutsch. Bis zum Erdrutsch sozusagen kenne ich das Spiel. Ab jetzt spiele ich blind. Also jetzt weiß ich selber nicht mehr, was kommt. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Patientenakten lesen. Das darf man eigentlich nicht, aber gut. Was it Dr. Beaupré, who had hit him head on at the village border? Ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Männer haben sie Laure genannt. Sie hatte eine Wunde am Nacken. Da war überall Blut. Die Kugel hatte großen Schaden angerichtet und vermutlich das Kleinhirn getroffen. Es gab keine Hoffnung für sie. Ihr Herz war stehen geblieben. Die Männer hatten sie so gefunden, sagten sie. Ich habe da meine Zweifel. Aber in einem kleinen Dorf wie hier ist es besser, öfter mal ein Auge zuzudrücken. Mir wurde gesagt, dass ich den Totenschein nicht abschicken soll. Die ganze Sache macht mich krank. Rosaire Armand. Bei dem waren wir gerade. Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, dass der alte Rosaire noch am Leben ist. Bei uns Fachleuten sagt man da, der einzige Weg, ihn zu heilen, ist, ihn umzubringen. Okay. Weiß natürlich nicht, was er hat, aber gut. Sylvie Bedard. Alle Symptome deuten in dieselbe Richtung. Sie ist schwanger. Sie will das jedoch nicht wahrhaben. Ich würde wetten, dass der Vater nicht ihr Ehemann ist. Hoffentlich ist es aber nicht Everett Lockhart. Denn dann hätte sie nicht nur ein uneheliches Kind am Hals, sondern auch Syphilis. Ja, sehr interessant. So viele Patienten hatten. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. Hochmütig, unheilbar. Chronische Schmerzen im Fuß, kann keine langen Strecken gehen. Reich, davon werde ich ihn irgendwann heilen. Guter Spruch, alles klar. Das war's mit den Patientenakten. Ja, da geht's dann wieder von vorne los, das brauchen wir dann nicht. Was haben wir da? Was liegt da? Untersuchen. Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. Okay. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Gibt's hier nicht irgendwo einen Lichtschalter? Seltsamerweise sucht man den Lichtschalter immer bei der Tür, aber es macht ja am meisten Sinn, ne? Ich sehe hier aber nirgendwo eine Lampe.
Aber da ist der Ofen. Ah, ich muss erst Holz aus dem Auto holen. Gut, dann holen wir mal Holz aus dem Auto. Machen wir es uns einmal ein bisschen gemütlich hier. Denn wir werden noch eine Zeit hier. Great care had to be taken searching this place full of oddities. Everything was important. The decor itself told a story. So, nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Zwei Scheit sollten reichen. Und nochmal sicherheitshalber Werkzeug. Wer weiß, ob wir das vielleicht brauchen können. Lieber mal mitnehmen, bevor wir nochmal hier runterlatschen müssen. In der Eiseskälte. Zettel dran. Den habe ich noch gar nicht gesehen. There should be a law forbidding doctors from falling sick. Medizinischer Notfall in der Stadt. Der dortige Arzt ist krank. Bin bald wieder zurück. Wenn er stirbt allerdings nicht, dann muss ich ihn ersetzen. Ah ja. Okay. So, jetzt haben wir mal hier ein bisschen ein Feuerle, dass wir hier ein bisschen aufwärmen. Schauen wir mal uns noch mal unsere Notizen an, was es so Neues gibt. Muss mir auch immer wieder mal machen. Also hier ist der Jagdhaus von Hamilton aufsuchen. Also das Jagdhaus müssen wir auf jeden Fall mal besuchen, aber da müssen wir erst an diesem Erdrutsch irgendwie vorbei. Was ist da? Probe des befleckten Stoffes. Die junge Frau. 160, also 61 groß, 50 Kilo. Ist das die Frau, die in der Patientenakte beschrieben wurde? Scheinbar, oder? Da steht nichts Neues. Da auch nicht. Aber da. Bild von Dr. Beaupré und seine verstorbene Frau. Mir kam das Mädchen aus dem Fahrzeug irgendwie bekannt vor. Und ja, das gleiche Bild hängt auch in der Arztpraxis. Ich muss herausfinden, was das alles zu bedeuten hat. Aha. Ist es ausreichend, um anzunehmen, dass der Doktor der Melancholiker ist und dass dieser Melancholiker der rücksichtslose Vater war? Elementar, mein liebes Notizbuch. Der Kasten hat besonders offenbart, das kennen wir schon. Der rücksichtslose Vater kennen wir auch schon. Okay. Also ihr seht schon, das Buch füllt sich langsam immer mehr, je mehr das man entdeckt. Und so muss man dann versuchen, das Puzzle dann irgendwie zusammenzusetzen. Also so würde ich jetzt mal sagen. Alle versuchen zu fliehen, aber nicht jeder schafft es. Ich habe am Rand einer eingestürzten Straße ein verlassenes Fahrzeug gefunden. Was wohl mit den Insassen passiert ist? Ja, das würde ich auch gern wissen. Ah, da haben wir nochmal das eisige Geheimnis. Dieses Fahrzeug gehörte ohne Zweifel Wilfred Roy. Seine Ranger-Fiebe ist Beweis genug. Es würde mich nicht wundern, wenn ein Experte wie er eine Abkürzung durch den Wald genommen hätte, um irgendwo Zuflucht zu finden. Wer sind diese vier Leute? Eine seltsame Wand aus Eis wächst schnell an und schließt uns ein. Also noch ein merkwürdiges Phänomen hier in dieser Gegend. Die vier gespenstisch leuchtenden Silhouetten haben sicher etwas mit dem Ganzen zu tun. Sehr mystisch das alles. Mein Klient ist tot. Es läuft alles aus dem Ruder.
Das ist nochmal die Adresse von, glaube ich, von dem kanadischen Geheimdienst. Ja, da steht es ja, von dem kanadischen Geheimdienst. Ist es wirklich die allerbeste Idee, die Tatwaffe loszuwerden, indem man sie in den Briefkasten steckt? Höchstwahrscheinlich befinden sich keine Fingerabdrücke darauf. Aber das Gesicht des Postboten hätte ich gerne gesehen, wenn er das Ding gefunden hätte. Ja. Was steht da noch? Ein weiterer Umschlag adressiert an vom Geheimdienst. Darin befindet sich ein Schlüssel. Der Mörder hat wohl nichts davon gewusst, sonst hätte er ihn eingesteckt. Das heißt, ich bin dem Täter einen Schritt voraus. Hypothese über die Geschehnisse. Ich kann die ganzen Ereignisse nachvollziehen. Hamilton will einen sehr vertraulichen und verräterischen Brief an den Geheimdienst in Ottawa schicken. Er hat vor, den Brief in einem verschlossenen Kasten zu versenden. Den Schlüssel zu dem Kasten will er separat verschicken. Das ist zwar mühsam, aber er will so vorsichtig wie möglich sein. Dabei wird er jedoch gestört. Er verstaut alles und schickt den Schlüssel ab. Der Kasten landet allerdings beim Mörder. Ah ja, okay. Mord an Hamilton. Das Bild von Isabel im Fahrzeug des rücksichtslosen Fahrers deutet darauf hin, dass Dr. Beaupré etwas mit der Sache zu tun hat. Okay. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was genau. Hamiltons Patientenakte zufolge sind er und der Doktor gut miteinander ausgekommen. Waren sie gar befreundet? Hamilton hatte nicht viele Freunde. Gilles Lachance ist zum Doktor gegangen. Jetzt muss ich wissen, ob der Doktor Gilles gesehen hat. Ich weiß ganz genau, wie eine makellose Untersuchung abzulaufen hat. Aha. So, ich sehe schon, jetzt muss man sich scheinbar irgendwie alles merken hier. Beziehungsweise immer wieder nachschauen. Diese Akte scheint unvollständig. Wer ist diese Cree-Frau? Ah, das war eine Cree-Frau, die da mit der Schusswunde zu ihm kam. Und was ist mit ihr geschehen? Es deutet alles darauf hin, dass sie tot ist. Aber es gibt keine Sterbeurkunde. Also wir sind noch nicht weit und haben schon so viele Notizen hier drin. Muss einen anderen Weg finden. Ich muss nach Norden, denn ich kann meine Nachforschungen nicht abschließen, ohne das Jagdhaus von Hamilton untersucht zu haben. Allerdings ist die Straße eingestürzt und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, die ganze Strecke zu laufen. Ah ja, dann hat er drüber gekritzelt, ich brauche einen warmen Mantel, unbedingt. Ein passendes Fortbewegungsmittel, überlebenswichtig. Waffen und Munition, lieber zu vorsichtig. Herausfinden, wie ich die Eiswand aus dem Weg räume, die wie aus dem Nichts entstanden ist, nicht so wichtig. Okay. Was haben wir hier noch stehen? Ich bin einem alten Mann begegnet, der verrückt zu sein scheint. Im Tausch gegen Karibo und ein ungenießbares Getränk wird er mir einen Mantel überlassen. Ein unglaubliches Angebot. Ja, besser wie gar nichts, ne? Im Dorf findet eine sonderbare Jagd statt. Die Armbrustbolzen, die davon herrühren, sind sehr seltsam. Sie scheinen zu glühen, als ob in ihnen ein Feuer lodern würde. Dieses Feuer breitet sich aber nicht aus. Wie ist das nur möglich? Okay. Also es wird wirklich sehr seltsam, sehr mystisch. Hier haben wir Wilfried Roy. Herkunft Chiraville. 41 Ranger. Wilfried hat die Aufgabe, für Recht und Ordnung in den Wäldern der Manastan-Region zu sorgen. Er ist ein Wildhüter. Zugleich ist er die einzige Autoritätsperson hier in der Gegend. Polizeibeamte aus Jibogamau kommen wohl nicht so häufig in dieses Dorf. Vor was auch immer sie Angst hatten, ihre Flucht gestaltete sich schwierig. Es sieht so aus, als ob sie sich für den Weg durch den Wald entschieden hatten. Ah ja. Ich glaube, jetzt haben wir dann alles durch. Ja. Da. Das Notizbuch haben wir durch. Jetzt wärmen wir uns hier noch ein bisschen auf und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Servus miteinander, euer Flankenzocker.